Auf Zypern Teil 21. Jetzt sind wir in der Altstadt von Famagusta. Überall so eine kleinen Gaststätten, Cafés. Ja, und hier diese alten, antiken Bauten hier aus dem 11., 12. Jahrhundert. Und das Highlight hier, das werde ich gleich noch zeigen, das ist diese große Moschee, die jetzt gleich noch kommt. Ja, hier sozusagen das Wahrzeichen. Diese Moschee kommt gleich noch näher. Und hier nochmal alles so schön mit so einen kleinen Ecken, wo man auch einkehren kann. Und ja, das sind schon alles antike Bauten. Ich habe mir sagen lassen, alles so um 11., 12. Jahrhundert entstanden, ja. Hier in Famagusta in der Altstadt. Alles aus Sandstein. Ja, also hier dieser türkische Teil von Zypern, der ist natürlich auch immer wieder abhängig noch direkt von Zypern. Der Handel läuft abhängig von der Türkei, so meine ich. Der ganze Handel, der läuft alles über die Türkei und das ist natürlich immer etwas kompliziert, ja. Ja. Ja, und hier ist sie nun. Diese riesengroße Moschee, auch erbaut um 1200. Ich habe mir sagen lassen, man kann da auch reingehen. Ich werde es aber nicht tun. Man muss sich die Schuhe ausziehen und Frauen kriegen sogar Kleider angelegt, ja, damit sie da rein dürfen. Ja, und das ist hier noch so ein wilder Feigenbau. Ich zeige ihn gleich nochmal näher. Ja, also das ist ein wilder Feigenbau. So was gibt es hier in Mitteleuropa auch nicht. Das ist eben typisch was Südeuropäisches. Ja, irgendwo hat er auch so ein paar gelbe Früchte. Kann ich jetzt nicht sehen. Ja. Mit diesen Impressionen hier in der Altstadt von Famagusta im Norden von Zypern geht jetzt auch mein 21. Teil zu Ende.